die Zinsstrukturkurve in den USA als Rezessionsindikator. Vereinfacht gesprochen schaut man sich hier die Zinsdifferenz zwischen den kurzfristigen Zinsen, da nimmt man typischerweise die 2 Jahre, und den 10-jährigen Zinsen, also jeweils für die Renditen der Staatsanleihen an. Und das sehen Sie hier mal abgebildet, hier in diesem Türkisblau. Und da sehen Sie, diese Differenz ist schon ordentlich zurückgekommen, läuft so ein bisschen auf die Nulllinie zu. Und noch dazu, diese grauen Balken, das sind Rezessionen. Und da sehen Sie, oh, Zinsstrukturkurve wurde invers, wir haben eine Rezession. Auch 2000 Jahre, Zinsstrukturkurve invers, wir haben eine Rezession. Sie sehen es hier vor der Finanzkrise, inverse Zinsstrukturkurve, Rezession. Und jetzt laufen wir eben wieder auf eine inverse Zinsstrukturkurve raus. Wie war es in der langfristigen Statistik? Auch das habe ich Ihnen mal mitgebracht. Historisch sehen wir dann ja, 100% Zusammenhang. Also sprich, hier sehen Sie jeweils, wann hat die Inversion der Zinsstrukturkurve begonnen? In dem Beispiel Juli 69. Und dann sehen Sie, wann hat die Rezession begonnen? In dem Beispiel Januar 1970. Also sprich, 6 Monate bevor die Rezession begonnen hat, wurde die Zinsstrukturkurve invers. Aber Sie können auch hier schon sehen, da gibt es kein klares Muster. Mal hatten wir 5 Monate vom Zeitpunkt der Inversion der Zinsstrukturkurve bis zum Beginn der Rezession. Mal hatten wir 17 Monate. Also, ja, es macht Sinn, auf die Zinsstrukturkurve zu schauen. Und sie sollte natürlich im Rahmen der Anlagestrategie eher zu etwas Vorsicht mahnen, aber sie jetzt als singulären Indikator zu nutzen, um jetzt die Aktienquote oder die Quote an wachstumsorientierten Vermögensklassen massiv nach unten zu nehmen, dafür langt es noch nicht. Dazu muss man auch auf die anderen volkswirtschaftlichen Daten schauen, aber ganz klar, inverse Zinsstrukturkurve wird ein Thema sein, was Sie in den Medien und den Analysen in den nächsten Monaten immer mal begleiten wird. Dementsprechend hier mal auch die Einordnung aus dem historischen Kontext.